Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CatQuest, was auch im Prinzip die letzte sein wird. Eben, ich bin hier oben. Und zwar ist hier in der Nähe der Schatz, den wir ja in der letzten Folge auch schon eigentlich gesucht haben finden wollten, so. Und ich glaube, hier habe ich es jetzt tatsächlich geschafft. Gentle Bros. Das war wohl der Piratenschatz. So, ich denke mal, in der Folge werden wir jetzt so ein bisschen noch die Höhlen unsicher machen. Ja, vielleicht nicht unbedingt die ab Level 90. Sondern eher die kleineren, die ich unter Umständen auch schaffen würde. Wenn ich das jetzt überhaupt schaffe hier. Ich habe jetzt ziemlich viel Schaden genommen, ne? Ich glaube, das werde ich nicht schaffen, weil ich jetzt eben dumm Zeug gemacht habe. Und ich krieg's gerade so gebacken. Auf jeden Fall nehme ich diese blauen Kügelchen mit. Oh Gott, ja, dem muss ich jetzt nicht unbedingt begegnen. Nee, dann gehe ich wieder raus. Das ist dann doch. Dann lege ich mich doch lieber nochmal kurz aufs Ohr. Und dann probiere ich das nochmal. Ja, also warum das jetzt die letzte Folge sein wird, ich weiß halt nicht, was ich hier jetzt noch groß. Außer jetzt leveln und dann gucken, dass ich halt die anderen Quests auch noch hinkriege. Aber ich weiß halt nicht, ob ich da drauf Lust habe. Ich denke mal, so ein paar nette Sachen habe ich jetzt noch machen können. Aber das war's dann auch. Krieg mal von denen eins auf den Deckel hier. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die Folge hier gehen wird. Ich denke mal, auch nicht allzu lange. Aber da ist halt die goldene Schatzkiste, ne? Muss halt mal gucken, ob ich das hier irgendwie auf die Reihe kriege.
So. Mit nur wenig Lebenspunkten haben wir die Truhe, ich meine die Höhle geräumt. Und können die schöne goldene Kiste aufmachen. So. Ach, da war noch eine. Kann ich auch. Ah, nee. Das ist die falsche Taste gewesen. Na, jetzt mache ich erstmal die Kiste hier auf, ne? Geräumt. Dann können wir die jetzt auch noch aufmachen. Warte, da ist jetzt auch noch ein... Wow, zur Abwechslung mal keine zurückgelassen. Also bei Level 99 glaube ich nicht, dass wir da jetzt groß was reißen können. Ich meine, ich könnte es ausprobieren. Weil ich glaube, das ist noch keine Quest für uns. Aber egal. Wir hören furchteinflößendes Brüllen aus den verbotenen Feldern. Hilf uns! Moment. Wo liegt das Problem, Bauer? Wir hören immerzu das furchteinflößende Brüllen zu bestimmten Tageszeiten. Miau, achte auf die Zeit. Ihr solltet es jede Miaute hören. Gespeichert habe ich wahrscheinlich schon, ne? Ich mach's nochmal. Was in aller Welt? Gefallene Drachenblüter und Drachengeister liegen hier und können nicht entkommen. Hier trug sich der Drachenkrieg zu. Ist diese Stimme ein Geist der Vergangenheit? Anscheinend müssen wir einen weiteren Zauber brechen. Was mich nervt, ist, dass die anderen hier noch dabei sind. Hier sind zu viele Geister gefangen. Nichts wächst hier richtig. Und Stufenaufstieg. Eines Tages erschienen die Drachen plötzlich hier. Jeder hatte Angst. Etwas Großes kündigt sich an. Ja, genau.
soll ich das hier sehen? Wenn die anderen Deppen hier noch sind, die gehen mir jetzt richtig auf die Nüsse. Oh Mann! Lasst mich in Ruhe! Ach, Gott sei Dank. So, nur ein anderes Drachenblut kann uns befreien. Es scheint so, als ob an diesem Zauberspruch viel mehr dran ist, als wir sehen. Fragen wir nochmal diesen Bauern. Ihr kommt gerade rechtzeitig, wir werden bald das nächste Brüllen hören. Du sollst ein Nickerchen machen, Katzkollege. Ja, das glaube ich auch. Drachenblut. Hier herunter. Hier runter. Die Drachen waren mächtig. Selbst mit uns Drachenblütern gab es noch immer Blutvergießen. Ah. Dies sind die Geister der gefallenen Drachenblüter der Vergangenheit. Warte mal, kann ich mal... Eben. Ich würde gerne das ausrüsten und zwar auf die Taste. Wow. Als die Drachen einer nach dem anderen getötet wurden, wurde der Zauberspruch aktiviert. Komm, geht mir nicht auf die Nüsse. Ihr Zauberspruch hielt die Geister der gefallenen Drachenblüter hier gefangen. Wir können nicht weitergehen. Oh, nicht schon wieder. Mach dich bereit. Geil. Genau, die müssen sich noch einmischen, weißt du, Deppen. Ich hab da keinen Bock drauf. Ja, jetzt bin ich eh tot. Toll, ne? Ach je. Also manchmal frage ich mich wirklich. Also ich meine, die Quest ist ja auch ein bisschen ja für Level 99. Da kann ich nicht viel ausrichten. Vor allen Dingen, wenn diese scheiß anderen Viecher dabei sind. Ihr Zauberspruch hielt die Geister, bla bla bla. Kann ich
Kann ich mal... Nein, ich will jetzt nicht. Ich will fliegen, Mann. Oh. Kann ich dich mal kurz alleine lassen? Ich werde mich jetzt hinhauen und meine Wunden lecken. So. Dann komme ich halt nochmal wieder. Werde wahrscheinlich trotzdem drauf gehen. Oh Mann, diese scheiß Mistviecher hier. Gott sei Dank bin ich aufgestiegen. Bitte befreie uns aus diesem ewigen Gefängnis. Anscheinend müssen wir die Drachen besiegen, um die gefangenen Geister zu befreien. Lasst uns zu diesen Bauern zurückgehen. Wir brauchen mehr Infos. Nichts leichter als das. Miau, dein Timing ist perfekt. Bald kommt das nächste. Was? Ich speichere lieber mal, bevor ich den anderen Drachen nochmal besiegen muss. Drachenblut. Hier drüben, Katzenkollege. Die Katzen hier in der Gegend haben uns vergessen. Weißt du, wie schon gesagt, die anderen Fuzzis hier, die gehen mir so auf die Nüsse. Es ist unglaublich. Aber probieren wir es halt weiter. Wir könnten die auch erstmal alle töten. Das gibt ja auch Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich kommen die eh bald wieder. Genau. Mit dem hier kommt der wieder. Immer dieses Hin- und Hergefliege. Aber was bleibt mir alles übrig, ne? Schon wieder da! Upsala. So, jetzt mach ich den mal hier kaputt. Warte mal. Ja.
wieder aufgestiegen. Cool. Die Freiheit ist nah. Ups. Befreie uns. Freiheit. Miau, die Stimme wird furchteinflößender. Freiheit. Freiheit. Wir waren so lange gefangen. Moment. Ich speichere das lieber ab, weil es mir doch ein bisschen zu gefährlich hier ist. Hier drüben. Es ist eine Ansammlung aller Geister. Mach dich bereit. Sie haben etwas fallen gelassen. Schäbige Rüstung. Miau, was? Die ganze harte Arbeit und wir bekommen das hier? Ja. Ja. Warte, es ist gerade etwas erschienen. Todesbringer, okay. Es gibt noch mehr. Champion-Rüstung. Und der Champion-Helm. Und der Retter. Miau, die verbotenen Feller scheinen jetzt friedlicher zu sein. Gute Arbeit, Katzenkollege. Das war sowas von wert. Wieso gibt es jetzt hier keine? Doch, hier gibt es ja noch welche. Und wir sind schon Level 80. Ist das nicht toll? Und 81. Und vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit hier in der... Ja gut, der ist ein bisschen hart. Warte, Moment. Vor... Gehe ich doch lieber ein Nickerchen machen. Sicher ist sicher. Schlafen, weil es tut mich ja auch auffüllen wieder. Das kann ich auch, Junge. Und 82. Ui, cool. Können wir eigentlich jetzt noch irgendeine Quest machen? Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt hier irgendwo noch jemand was hatte. Am Katzpital, also im Katzpital, glaube ich, war gar nichts mehr, ne? Hier war auch nichts mehr. Hier haben sie nichts. Da drüben haben sie auch nichts. Haben sie auch nichts. Also ja, was jetzt noch fehlt, was ich jetzt noch gucken kann, ist einfach, was hier so rumgurkt. Ah, okay. Wer bist du? Cthulhu?
So. Damit wäre er jetzt auch hin, ne? Okay, Katsulu. Katsulu, nicht Katulu. gut, hier war noch, Moment, dann könnte ich hier mal kurz abspeichern. So. Ja, mein Gott. Cool. Also das, was ich halt im Prinzip hier mache, ist jetzt einfach nur leveln, ne? Aber im Prinzip müsste ich, glaube ich, doch alle Nebenquests oder sowas jetzt gemacht haben, ne? Also zumindest habe ich das Gefühl, denke ich. Das wäre das. So, gibt es hier jetzt noch einen geheimen? Natürlich. Aber ja, also das Spiel macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. Wenn man jetzt auch wieder... Ich bin doch von hier gekommen, oder nicht? Achso, okay, ich war schon da. Gut. Da waren wir anscheinend schon drin, also... Die noch ein Fragezeichen haben, da waren wir noch nicht drin. Da können wir ja jetzt noch mal ein bisschen rumgucken, ob wir noch so zufällig eine Höhle noch finden. Und hier ist noch so ein Monument. Schau, da ist eine Inschrift. Die alten Meister, unsere Götter machten uns nicht nur das Geschenk der Sprache, sie brachten uns auch mehr von ihrer Art bei. Da waren wir auch drin. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, das werden wir hier nicht so schaffen. Ja, genau. Ich bin ja jetzt schon tot. Also dafür müsste ich wahrscheinlich tatsächlich auch in demselben Level sein, ne? Aber dann denke ich mal, ist das doch ein guter Abschluss. Wir haben alles soweit, glaube ich, erledigt. Von den Quests her. Und wenn nicht, das macht ja nichts. Das Hauptding haben wir ja durch. Und ja, und bis Level 99 wollte ich doch sowieso nicht spielen. Also... Hatte ich mal nicht vor. Auf jeden Fall, es hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Weil den kann man nämlich auch zu zweit spielen. Dann wäre das unter Umständen auch ein Spiel, was Sascha und ich vielleicht dann auch mal gemeinsam spielen werden. Und ja, dann ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet beim Zugucken. Mir beim Verzweifeln zu gucken, vor allen Dingen, und sterben und aufregen und all die anderen Dinge, die noch vorkamen. Ja, bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich Tschüss.